Herzlich willkommen in meinem kleinen Studio. Ich bin CD Geier und möchte hier einen Erfahrungsbericht teilen, ein Tutorial anbieten zur Frage, wie route ich als Musiker mein digitales Audiosystem zu Skype oder Zoom? Hintergrund dieser Frage war natürlich jetzt die Corona-Zeit mit der Schließung der Bühnen, sodass wir mit unserer Impro-Gruppe, die Improvisionäre Berlin, dazu übergegangen sind, samstags Streaming-Shows anzubieten, bei denen ich immer wieder als Musiker Beiträge liefern darf. Mein Wunsch dabei war eben nicht über ein Raummikrofon zu gehen, sondern eben meine Sounds, meine Instrumente, mein Mikrofon als Line bei Skype oder Zoom einzuspeisen. Engpass sind eben Skype oder Zoom, die eben nur einen Audiokanal zulassen. Die ganze Geschichte hat mich jetzt 4 Wochen mit Try and Error gekostet, um zu einem einigermaßen stabilen und latenzfreien System zu kommen. Ja, und diesen Weg, wie ich dieses Ergebnis möchte ich jetzt gerne mitteilen. Ich schalte mal auf meinen Bildschirm um. Was ist mein System? Mein System ist ein Macintosh-Rechner älteren Betriebssystems 10.9.5. Weiterhin habe ich als Interface ein 8-kanaliges Interface von Roland Capture, wo eben mein Mikrofon als Line in Kanal 3 angelegt ist und meine Gitarre in Kanal 2 und wo ich gegebenenfalls eben noch weitere Instrumente anschließen kann. Zentral ist bei mir Maschine von Native Instruments, eine DAW, die ich eben per Tastatur ansteuere. Also wie gesagt, Ziel war, all dies bei Skype in den Mikrofonkanal zu bringen. Ihr seht hier Skype, Mikrofonkanal mit mehreren Angeboten, was hier eingespeist werden kann. Das Ganze läuft darauf raus, dass über Soundflower ein 2-kanaliges Plugin eben zu Skype zu bringen. Bis dahin habe ich alle möglichen Schaltstellen durchprobiert, die ich jetzt einmal kurz durchgehen möchte. Wir haben natürlich zum einen haben wir die internen Geschichten bei Macintosh angefangen, eben bei den Systemeinstellungen Ton, Sound mit Eingabe, mit Ausgabe. Beide, sowohl Eingabe als auch Tonausgabe, sind auf mein Interface geschaltet. Als nächstes haben wir das Audio MIDI Setup bei Macintosh zu finden über Macintosh Programme. Dann haben wir Dienstprogramme und haben wir das Audio MIDI Setup. Auch hier haben wir Eingang, Ausgang. Sowohl Eingang als auch Ausgang sind auch hier auf mein Roland Interface geschaltet. Die Änderungen hierzu erfolgen hier unten. Man kann anwählen, diese unterschiedlichen Angebote, kann unten zu diesem Einstellungsfenster kommen und gibt dann an, dieses Gerät für die Toneingabe oder Ausgabe verwenden. Ich kann das umschalten, jetzt auf ein neues, dann könnte ich eben dieses Gerät anwählen, sodass es verblasst. Also intern ist alles auf mein Interface geschaltet, sowohl Eingänge als auch Ausgänge. Soweit so gut. Was wir dazu brauchen, sind 2 Programme. Wie gesagt, das eine ist
Soundflower zu beziehen, kostenfrei über das lässt sich kostenfrei runterladen. Ich gebe mal ein Soundflower Download. Es wird angeboten sowohl für Macintosh als auch für PCs. Soundflower ist ein Plugin, das eben in den unterschiedlichen Schaltstellen angeboten wird als Toneingabe, Tonausgabe. Sagt, da wollen wir hinkommen. Viel wichtiger oder was wir dazu brauchen, ist ein Programm namens Ladio Cast. Das seht ihr hier. Ladio Cast. Hier seht ihr die Ausschläge. Hier, das ist eine Schaltstelle, wo alle möglichen Eingänge und Ausgänge eben geroutet werden können. Auch Ladio Cast ist eine freie Software. Ladio Cast Download. Download. Ihr seht Ladio Cast im Mac Store. Ich glaube, das gibt es eben auch für PCs. So, also beide Programme muss ich mir runterladen. LadioCast muss ich dann eben als Programm installieren, um zu diesem Mixer zu kommen. Okay, was brauche ich? Ich fange mal einfach halber mit meiner DAW an, mit Maschine. Normalerweise, also Maschine, meine DAW, gehe ich über die Einstellungen, die Audio-Einstellungen. Und ihr seht hier bei den Devices, was meine normale Einstellung ist, mein Interface angeboten. Nein, ich habe hier eben Soundflower als Device angewählt. Es taucht dann hier eben in den beiden Kanälen auf. Also meine Maschine, meine DAW, sind hier die Ausschläge, route ich direkt zu Soundflower. Das geht also an Ladio Cast vorbei, direkt zu Soundflower und erscheint dann eben bei erscheint hier direkt im Mikrofoneingang bei Skype. Auch hier Skype bietet eben die unterschiedlichen Eingänge an. Ich muss hier eben Soundflower anwählen. Ziel wird es sein, eben alle Signale zu Soundflower Zweikanal zu bringen. Okay, wie gesagt, meine DAW ist direkt an Soundflower geroutet. Wie sieht es aus mit Mikrofon und Gitarre? Hier muss ich den Weg gehen über Ladio Cast. Wie gesagt, ich habe das Programm installiert. Wenn wir uns Ladio Cast anschauen, haben wir auf der linken Seite die Eingänge, auf der rechten Seite die Ausgänge. Mein Lernen dabei war, dass im Zuge dessen, dass Skype und Zoom nur einen Audiokanal verfügen, dass ich nur über den linken Audiokanal Signale zu Skype oder Zoom bringen kann. Ich fange mal an mit meinem Mikrofon. Mein Mikrofon liegt in meinem Interface auf Kanal 3. Der Weg ist dann folgender. Ich wähle auf der Eingangsseite im linken Kanal, wähle ich eben Kanal 3 meines Audio-Interfaces aus. Also ich kann auch hier beim Eingang alle möglichen Eingänge anwählen. Hier wähle ich
Hier wähle ich aus mein Interface und Kanal 3, an dem meine Stimme anliegt. So, als Ausgang wähle ich an, auch hier habe ich alle möglichen Optionen. Hier wähle ich eben Soundflower 2 Kanal an. Und jetzt ist noch wichtig, wenn ich das hier auf, hier unten diese Schalter, ich kann das an den Main legen oder an die verschiedenen Auxiliaries. Ich habe hier Kanal 3, mein Mikrofon, schicke ich an Soundflower Auxiliary Output 3. Ihr seht die Ausschläge. Meine Gitarre liegt am Interface auf Kanal 2. Der gleiche Weg für meine Gitarre. Gitarre ist beim Input 1. Ist beim Input 1. Ihr seht das hier, die liegt auf Input 3. Auch hier mein Interface. Ich habe Kanal 2 meines Interfaces angewählt und schicke das eben an Auxiliary 2. Auxiliary 2 ist belegt mit Soundflower 2 Kanal. Und dann muss ich eben hier noch anwählen, schicke mir das Signal zu Auxiliary 2. Auch hier dieses Signal kommt bei Skype eben im Mikrofoneingang an. So könnte ich noch ein weiteres Instrument anlegen. Einschränkend ist hier bei LadioCast, dass ich nur 4 Kanäle habe. Einen Kanal brauche ich noch und das war dann ein wenig tricky. Ich möchte bei den Live-Shows abhören über mein Audio-Interface, um da Kopfhörer steuern zu können, eventuell das Ganze auf die Monitorboxen legen zu können. Hier muss ich den umgekehrten Weg gehen. Hier schicke ich die Signale von Soundflower 2 Kanal zurück an mein Interface. Wie gesagt, weil ich es bevorzuge, meine Signale über den Kopfhörerausgang oder die Monitorausgänge meines Interfaces abzuhören, um da eventuell noch nachsteuern zu können, aussteuern zu können. Das war der Weg. Insgesamt ist es weitgehend stabil. Leider passiert es immer mal wieder, ich weiß nicht, woran es liegt, dass die Latenz, dass plötzlich sich Latenzen einschalten, es wirklich zu halber Sekunde Verzögerung kommt. Dann bleibt auch mir weiterhin nur noch die Sache runterzufahren und neu zu starten. Aber bei allen Versuchen, allen Fehlversuchen, denen ich so unterlegen bin, ist das eben inzwischen das Stabilste. Wie gesagt, im Ergebnis, so habe ich es geschafft, alles zu routen, nicht zum Schlechten, sondern auch zum Guten. Und kann in diesem Stile eben meine Liedbeiträge für unsere Impro-Shows liefern. Soweit. Ich hoffe, es kann dem einen oder anderen eine Hilfe sein, wenn ihr aktuell dabei seid, Streaming-Shows anzubieten oder in Zukunft anbieten zu wollen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich an. Ihr findet mich im Internet unter cd.geier, Geier wie der Vogel. Gebt es einfach mal bei Google ein und könnt ihr auch mal schauen, was ich sonst noch mache an Videos, an elektronischer Musik, an Rockmusik, was ich früher gemacht habe, was ich heute gemacht habe. Ich würde mich über Besuch und Kommentare freuen. Ansonsten bleibt gesund, lasst es euch gut gehen und bleibt weiterhin kreativ. Okay, vielen Dank und lasst euch gut gehen. Tschüss.